Da freue ich mich dann auf jeden Fall auch, um was anderes zu spielen. Definitiv. Also, Project A. Also wie gesagt, eigentlich bin ich jetzt kein Fan davon. Von Overwatch zumindest nicht. Aber das Spiel sieht schon nice aus. Das Game sieht echt nicht schlecht aus. Wie gesagt, das ist so ein Mix aus Overwatch und Rainbow Six Siege. Ach, Counter-Strike. Ich finde auch generell, Fußpfosten können sehr viele Games, die so bunt gestaltet sind. Und Overwatch ist halt nicht ein Game, was so bunt gestaltet ist. Das ist mir aber ein bisschen zu bunt mit den ganzen Attacken und wie das ist. Ich verstehe von Overwatch einfach gar nichts. Das hingegen, wie gesagt, ist so ein Shooter-Game, aber auf Overwatch-Style. Finde ich richtig nice. Komplett andere Branche, komplett. Okay, komplett andere Branche nicht, aber was anderes. Das ist eine Fusion von zwei Games. Wirklich richtig nice. Hey everyone, I'm Anna and I'm the executive producer on one of those games you just saw, codenamed Project A. We've talked about our philosophy on developing new games here at Riot, but I figured we could also show you some. We're making new games, and this one's different, so here it is. Project A is our character-based Boah, Chat, das sieht schon richtig gut aus. Sagt mir, was ihr wollt. Das sieht schon richtig sexy aus, oder? Das sieht schon richtig gefährlich aus, Alter. Shooter. It's competitive. It has precise gunplay. It's set on a beautiful near future Earth, and it has a lethal cast of characters, each with their own unique abilities. This is our take on a competitive shooter. Das ist, glaube ich, Smoke dann. We promise that just like League, we're in this for years and years to come. With Project A, we're staying true to the high consequence gameplay of tax shooters. But we want to evolve the space. We want a tax shooter. Ich verstehe das nicht ganz, wie das hier funktioniert. Moment, das war zu viel. Das hier. Also er kann ja wiederbeleben. Das ist schon mal was Nices. With Project A, we're staying true to the high consequence gameplay of tax shooters. Aber das hier. Ach, da ist so ein, ach so, das ist ein gelber Strahl. Du kannst dann aussuchen. Oh, okay, warte mal. Guck, seht ihr? Chat, das hier. Der gelbe Strahl, du kannst dann aussuchen, wie das aussehen soll. Und dann lässt er wahrscheinlich los, lässt du den Knopf los und dann passiert es automatisch. But we want to evolve the space. Dann geht es weg und dann, boom. Ach so, der ist wahrscheinlich auch jemand wie Maverick. Guck mal, das wird hier wärmer. Das wird wärmer und das nur diese Stelle zerbricht. Wahrscheinlich kann der dann irgendwie genau, also ein Gegenteil, kann der das so erwärmen, dass das dann zerbricht, eventuell. Und dann, boom. And a lot more style. In Project A, your abilities create amazing tactical opportunities for your gunplay to shine. Boah, Chat, das ist richtig gut. Dieses Movement, allein das hier, ne? So, hier reinkommen. Zack. Einer weg. Dann zack, dritter weg. Hochgehen und dann. Boah. Schubgesell. Kaputt schießen? Achso, ja, oder so. Oder so. Okay. Started with a crew of veteran developers who have a deep passion and a wide range of experience in the FPS space. But it's not enough to have the right team. We also need to solve the right problems. But what does that really mean? Well, we're all tired of seeing our bullets not register because of low server tick rates. We keep hearing buzzwords like dedicated servers, but almost nothing about low ping or how a game plans to fight Peeker's advantage. But with Project A, we're going big on things like global infrastructure and netcode designed to go to war on Peeker's advantage. You'll hear more. Boah, das sieht schon richtig fett aus, ey. Aber die Fähigkeiten sehen aber ein wenig overpowered aus. Na, weiß nicht, das wird sich dann herausstellen. Aber das, was ich bis jetzt sehe, sieht richtig gut aus. Auch von der Grafik her, das wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen, das Spiel. Safe. Safe Call. Das wird auch durch die Deck gehen, ich sag's euch. As we get closer to launch. But just know, we know, these are critical things to get right. Now let's talk about the cheaters. We know you hate second guessing if you really lost, or if someone was running an aimbot or a wall hack. From day one, we have put anti-cheat at the forefront. Wie könnt ihr das so schnell ausholen? A cheater has been punished and your game has been cancelled. No winner or loser has been credited for any place. Ach so, wenn allgemein ein Match-Hacker ist. Oh. Ja, ist ein bisschen schade, dass das gesamte Spiel dann irgendwie nicht gezählt wird. Aber irgendwie ist es auch gut, weil du dann nicht irgendwie 4 gegen 5 spielen musst die ganze Zeit. Ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Es ist nicht verkehrt, kann man machen. Auf jeden Fall machen die aber wenigstens dagegen.
Aber die Fähigkeiten sind auch so okay. Einfach ein besseres Anti-Cheat. Ja, besser. Sieht auf jeden Fall nice aus. Man muss es ausprobieren. Also ich meine, bei Rainbow Six, wenn ein Hacker detected wird, fliegt der nur er raus und das gesamte Team bleibt ja. Aber wenn das gesamte Team punished wird, dann kriegst du später irgendwie Punktabzug, weil du mit einem Hacker gespielt hast. Dann bringt dir das nicht, dass du dieses Spiel Game gewonnen hast, weil dann du sowieso die Punkte verlierst. Ist auch scheiße, Digga. Also das, dann lieber komplett Dings und hier steht, der Cheat has been punished and your game has been cancelled. No win or loss has been credited for any players. Das heißt, du, wenn ein Hacker bei, egal in dem Match, egal ob es bei dir im Team ist oder im Gegnerteam ist, wenn ein Hacker auftaucht, wenn man einen Hacker findet, dann zählt das gesamte Spiel nicht. Und ich finde das auf jeden Fall richtig nice. So kann man das auf jeden Fall mal überprüfen. Also zumindest ausprobieren, ob das besser ist, als wenn nur der Hacker gekickt wird und dann nur 4 gegen 5 oder 3 gegen 5 oder irgendwie sowas spielt. Nicht so ein Schrott-Anti-Cheat wie das von R6, ja. Front of our development. R6 kann es in die Tonne kloppen, Alter. And we will do whatever it takes to preserve the integrity of your matches. We want to be firm in our commitment here, because this matters to us, and we know it really matters to you. And these are just some. Ach guck mal, hier sehen wir so ein bisschen, wie das Game aussieht. Also theoretisch gesehen so wie Counter-Strike. Also ja, ein bisschen. Rechts oben, es ist das Klassische. Rechts oben, also hier rechts oben wird dieser Killfeed sein. In der Mitte, also so wie es das hier ist, siehst du dann quasi ein Scoreboard. Und links oben wird dann eine Map sein. Für meine Verhältnisse ist die immer ein bisschen zu groß, Chat. By the way, was mir auch aufgefallen ist, guck mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist eine Map. Bei dem auf dem Bildschirm und hier. Die Map ist kleiner als die Map. Guck mal, die Map geht nur bis zum Anfang von der blauen Seite und die Map geht bis zur Hälfte. Ich weiß nicht, ob das halt immer sich verschiebt oder ob das von Map zu Map anders ist, aber sieht schon nett aus. Und ich glaube, oben ist dann auch Scoreboard allgemein und unten sind die Fähigkeiten, also sowas wie Rainbow nahezu. Sieht schon nice aus, finde ich. Some examples of what we mean when we say we want to do a character-based tactical shooter right. We're keeping the fundamentals that make. Oh, ein AWP ist auch da. This genre is so, so competitive. Boah, hast du einen Flick? Bro, der Exo spielt gut in dem Game, er ist richtig gut. Also some new. Was ist das? Smoke? Ja, das ist wahrscheinlich auch so was Verdecktes. So, du smokest dich ab, damit du dich von dir aus irgendwie flüchten könntest. Oder du springst hoch und dann. Mit den Knives. Bro, das ist auch was Feines, dass du jemanden mit Knives killen kannst. Wir gehen heads down for a while, but expect to hear more from us in 2020. In the meantime, keep an eye on our Riot Games Twitter feed for any updates and maybe a few cool teases. Thanks everyone. Boah, Chat, das sieht richtig killer aus. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig. Ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie was von Riot Games gespielt, aber von denen schon mal gehört. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich mal von dem was spiele. Also spielen kann, im besten Fall. Freue ich mich riesig. Mal gucken, wie es wird.